Mit diesem Fahrzeug, einem Skoda Fabia R5, geht Julian Wagner ins Rennen bei der 34. internationalen Leeds Sport Jänner Rallye, präsentiert von LT1. Sein Teamchef niemand geringerer als der 14-fache Staatsmeister Raimund Baumschlager. Das ist die höchste Kategorie außer der Rallye-Weltmeisterschaft. Normalerweise überall in den nationalen Meisterschaften die höchste Kategorie. Man muss so sagen, das Auto kostet 230.000 Euro, das ist ein Haufen Geld. Ja, wir haben jetzt zwei Testtage gehabt. Beim ersten waren wir vor der Niederösterreich-Rallye, da hat der Raimund einen Test gehabt, da sind wir gemeinsam im Auto gesessen, habe ich viel vom Raimund abschauen können und letzte Woche waren wir in der Steiermark. Sofort nach Coupé rechts, 2 plus, lang! Zu den Favoriten zählt auch Julians Bruder. Letztes Jahr führte Simon Wagner mit einem Mazda 3:3 bis 20 Kilometer vor dem Ziel. Er hat immer die richtigen Reifen und das ist halt bei uns sehr schwer. Wir haben fast alle Reifen, die es gibt. Da müssen wir halt immer die richtigen erwischen für die richtigen Wetterverhältnisse. Der Top-Favorit heißt Hermann Neubauer. Der Salzburger wird ebenfalls ein R5-Fahrzeug, nämlich einen Ford Fiesta, pilotieren. Ich bin einer, der dort hinfährt, um zu gewinnen. Wenn ich dort sage, ich fahre hin und möchte gerne auf Stockerl fahren, dann lege ich mich selber an. Das mache ich nicht und deswegen, jede Rallye in Österreich, wo ich hinfahre, da ist mein Ziel, dass ich als Sieger wieder heimfahre. Sollte es ähnlich wie 2004 richtig viel Schnee geben, dann sind aber auch Außenseiter wie Bäckermeister Ernst Haneda aus St. Oswald oder Ex-Radprofi Martin Fischerlehner mit im Spiel. Der Evo ist eigentlich auf Schnee, wenn richtig Schnee ist, ich würde sagen, gleich gut wie der R5, weil natürlich da, glaube ich, 18 Jahre Unterschied sind zwischen dem Produktionsdatum. Aber natürlich kann man das so extrem minimieren und wenn Schnee ist, haben wir eigentlich die besten Chancen. Ja, da hat er hundertprozentig recht, weil wir haben 2004 die Jänner-Rallye mit dem Mitsubishi Evo 5 gewonnen gegen 12 World Rally Cars aus Tschechien. Und das haben wir damals alle miteinander nicht für möglich gehalten. Jetzt der Minus, Cut! Aber die Gebetsbücher, aus denen die Beifahrer die Ansagen machen, mussten heuer zum Teil völlig neu geschrieben werden, denn es gibt brandneue Strecken. Die Sonderprüfung Losberg ist sehr tückisch, speziell zum Schluss. Es geht da, glaube ich, die letzten 4 Kilometer rein durch den Wald. Sehr viel Serpentinen. Es ist immer eisig da drinnen. Also, auch wenn es sonst überall Abbau wäre, da drinnen ist sicher Eis. Neu ist auch eine eigene Jänner Rallye App für Smartphone. Was man sieht, ist für die Fans natürlich das Livestreaming. Man kann im Ziel dann die Interviews verfolgen. Es wird gerade fieberhaft daran gearbeitet, dass wir das aus dem Auto auch noch schaffen. Eine Drohne steht da hinten. Wir haben da einen Drohnenpiloten, also man hat einen totalen Mehrwert mit der App. Man hat Streckenpläne drauf. Der schickt dann am Donnerstag die beiden Etappen, diesen Freitag und Samstag. Rallye-Zentrum ist wie gewohnt die Freistädter Messehalle.